Hallo und herzlich willkommen zurück auf den Kanal. Freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast zur neuen Sendung Heim von Mel. Heute möchte ich ein kurzes Zusatzvideo machen über die Fragen, die ihr mir gestellt habt. Doch bevor ich das mache, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die ganzen Views und Kommentare aus dem letzten Video. Es hat mich sehr gefreut, dass hier so ein Austausch stattfindet und ganz herzlich natürlich an die 28 Personen, die mein Video geliked haben. Es ist immer schön zu sehen, dass hier eine kleine Community mittlerweile sich gefunden hat und immer die gleichen Personen hier Fragen stellen und mich unterstützen. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank dafür. Das bereitet mir sehr, sehr viel Freude und gibt mir immer die Energie und Kraft, hier weitere Videos zu machen. Und nun möchte ich heute in diesem Video etwas zurückgeben und möchte ein paar Fragen hier beantworten, meine Meinung geben, so wie ich das sehe. Als erstes natürlich ein Dank an Andreas für den netten Kommentar, das ist ganz lieb. Und hier dann noch ein paar Fragen, die ich gerne beantworten möchte. Und die erste Frage bezieht sich hier auf die Frage von Mathis, der hier fragt, ob Hai 2021 eben den Börsengang schafft. Und hier ist meine Meinung auf jeden Fall, dass sie es nicht schaffen. Und zwar hat es folgenden Grund, dass HAI natürlich noch ein sehr kleines Unternehmen ist und sich in erster Instanz mal hier in die Expansion weiterentwickeln möchte. Und der Börsengang wird hier auf jeden Fall Zukunftsmusik sein. In erster Instanz geht es mal darum, hier den SDO auf den Exchange zu bringen. Auch das wird nicht so einfach sein, weil eben bisher nur Utility-Tokens an Börsen gelistet worden sind und Börsen brauchen dementsprechend auch noch Genehmigung, um SDOs listen zu können. Und ich glaube, hier muss HAI auch noch ein bisschen Pionierarbeit leisten, weil SDOs gibt es an sich noch nicht so viele. Es hat natürlich viele Vorteile gegenüber Utility-Tokens, aber birgt natürlich auch Gefahren, dass sie vielleicht eventuell nicht an Exchanges gelistet werden, weil die Exchanges nicht diese Lizenzen dafür haben. Und ich denke mal, das wird sich wahrscheinlich alles klären. Und ich denke mal, das ist einer der Hauptgründe, warum es sich ein bisschen hinziehen wird, bis HAI dann an der Exchange gelistet wird. Aber ich bin guter Dinge, dass sie das schaffen. Dann die nächste Frage vom Nico, wann der STO eher endet. Ich denke mal, einen genauen Zeitraum lässt sich hier nicht eben nennen. Ich würde mal sagen, Ende Q2, Ende Q3 sollte auf jeden Fall das STO mal Ende finden. Es gibt ja nicht mehr so viele Tokens, die hier im Umlauf sind. Es gab einen Kommentar von einer unserer Zuschauer, der eben gesagt hat, dass HAI noch ein paar Millionen Tokens zur Verfügung hat. Zur Erinnerung, es gibt ja 1 Milliarde HAI-Tokens und eben ein paar Millionen sind noch verfügbar. Aber das Hauptaugenmerk ist nicht mehr auf diesen SDO. Sie tun ja den SDO nicht mehr aktiv promoten. Sie tun ihn noch weiterlaufen lassen für Leute, die hier weiter an der Umsatzbeteiligung sich anschließen möchten. Aber das ist natürlich irgendwas, wo jetzt nicht der Hauptaugenmerk oder der Fokus drauf liegt. Eben, falls du daran interessiert bist, hast du unten einen Link, da kannst du dich gerne anmelden und kriegst ja einen kleinen Bonus an dieser Stelle. Dann nächste Frage, eben auch ob HAI an die Börse kommt, da habe ich ja ganz klar gesagt, dass es nicht der Fall sein wird. Also in den nächsten Jahren, in Zukunft natürlich, wird es sicherlich anvisiert sein. Dann hier auch noch eine interessante Frage von Rick, und zwar ging es hier um die Geschichte mit dem Rollout in Afrika. Das war ja vor 2 Jahren noch ein Riesenthema. Und wie er schon richtig gesagt hat, ist mit der Pandemie natürlich auch sehr viel hängen geblieben und hier die Frage von ihm, ob es ein Update gibt. Und hier an dieser Stelle habe ich auch mit Fritz mal drüber geredet gehabt vor ein paar Monaten. Und der hat mir gesagt, dass die Verhältnisse in Afrika sehr schwer sind momentan und dass momentan eben der Fokus eher auf den Dachraum liegt und hier auch sehr spannende Use Cases vorhanden sind. Ich denke mal, langfristig wird sich sicherlich mit Joseph Hunder noch was etablieren. Aber wie gesagt, ich glaube, durch Corona und so weiter gibt es da etwas Schwierigkeiten und in Afrika ist es auch nicht ganz so einfach, hier Fuß zu fassen. Ich war selbst mal in Kamerun und in Kenia und ich habe da auch geschäftlich zu tun gehabt. Und es ist doch sehr schwer, manchmal ein Business aufzubauen dort, um es mal höflich zu formulieren. Also von meiner Seite würde ich sagen, das kann sich hinzögern und ich würde jetzt hier nicht darauf wetten, dass es Erfolg haben wird. Für mich ist einfach wichtig, dass HAI jetzt hier expandiert. Und das haben wir ja gesehen, sehen wir gleich nochmal oben auf dem Bild hier. Eben in 8 Tagen ist es soweit, dann kommen ja die ersten Displays in Köln, sollen jetzt 200 Standorte hier in Köln angeschlossen werden und in den nächsten Monaten soll dann immer wieder eine neue Großstadt hinzugefügt werden. Also hier bin ich sehr guter Dinge und dass es ja alles gut klappt. Und auch von finanzieller Seite hat mir Fritz versichert, dass sie ja umsatztechnisch gut aufgestockt haben. Und ich glaube, das ist schon mal die Basis dafür, dass man hier weiter expandieren kann. Also ich fand da ja ganz viele positive Punkte. Dann, falls du eben Studierender bist und momentan einen Job suchst, dann
kannst du ja versuchen, bei HAI eben dich zu bewerben. Vielleicht hast du die Chance, hier eben mitzuhelfen, dass HAI hier wachsen kann. Gerade jetzt in Köln und in Hamburg werden hier Werkstudenten gesucht, die für die Standortakquise dann gebraucht werden. Also falls du eben interessiert bist, dein Nebeneinkommen zu generieren, dann schau doch mal auf HAI Jobs an und vielleicht bist du der passende Kandidat für HAI. Dann, was ich noch hier ansprechen wollte, ist das Dokument, was ich das letzte Mal, das ältere Dokument erhalten hatte. Ich hatte gesagt, ich habe eine Präsentation vom Dezember. Fritz hat mir freundlicherweise eben diese Dokumente nochmal zugesendet nach dem Video. Und hier haben wir einmal mal ein Musterangebot, wie das aussehen würde, wenn man hier so ein Display buchen möchte. Man hat ja die Möglichkeit, eben auch mit Bitcoin oder Ethereum zu zahlen und hätte dann dementsprechend ein Display für eine gewisse Haltefrist gekauft und erhält dann die Renditen. Eben hier nochmal die Präsentation, die werde ich auch nochmal unten verlinken, die könnt ihr euch dann runterladen und anschauen. Hier sind nochmal die ganzen Details und diese Grafik hier habe ich letztes Mal schon erklärt gehabt. Der einzige Unterschied liegt jetzt daran, dass der Preis nicht mehr unter 3000 ist, sondern bei 3299 netto und mit Mehrwertsteuer mit 19% jetzt nicht mehr 16 sind es dann 3925 Euro. Das heißt, hier ist die Rendite ein bisschen geschmälert, aber es ist immer noch auf 5 Jahre eine gute Rendite. Also wir reden immer noch von knapp unter 20% pro Jahr an Rendite, wo man hier halten würde. Das wäre es wieder gewesen vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es war mal kurz und knackig ein paar Updates zu ein paar Punkten. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Unterstützung, für die Likes. Auch jetzt, falls du das Video hier unterstützen möchtest, freue ich mich natürlich sehr, wenn du das Video likest. Freue mich sehr, wenn du ein Abo da lässt, damit du keine Videos mehr verpasst. Und wünsche dir ganz viel Gesundheit und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist für ein neues Video, informell. In dem Fall, noch einen schönen Abend und bis bald. Ciao.